unsere Top 10 Show. Top 10 Multimedia ist der Titel heute. Das heißt, wir zeigen Ihnen unsere Highlights im Bereich Multimedia und Unterhaltung. Da haben wir auf jeden Fall nur schöne Produkte für Sie, die auf jeden Fall für Spaß zu Hause sorgen. Ich würde sagen, wir legen direkt jetzt mal los mit Platz Nummer 10. Und da haben wir ein echtes Retro-Produkt, ja. Aber ein Retro-Produkt, Dankeschön, Dank. Das auch mit der Zeit gegangen ist, würde genau ich so, sagen. Genau so ist es. Und ich möchte wetten, dass viele... Hast du noch CDs zu Hause? Tatsächlich ein paar wenige, ja. Oder? Ja? Mhm. Sie mit Sicherheit auch, liebe Zuschauer zu Hause. Ich habe also auch noch eine ganze Kiste voll, denn irgendwann vor geraumer Zeit hat man mal tatsächlich CDs gesammelt. Egal, ob jetzt gekaufte CDs mit einem Interpreten ihrer Wahl oder mit mehreren Interpreten ihrer Wahl oder natürlich auch... mit den gebrannten CDs, denn das war vor 10, 15 Jahren völlig gang und gäbe. Nur heutzutage hat doch kaum noch jemand einen CD-Spieler zu Hause. Und wenn, funktioniert er dann eigentlich noch? Wir haben hier ein sehr, sehr schönes mobil einsetzbares Gerät, wie man sich einen klassischen CD-Spieler so vorstellt. Wunderschön gemacht, aber das Interessante daran ist, das ist ein sogenannter Schockabsorber. Das heißt, den kann man also während des eigentlichen Betriebs also auch ein bisschen schütteln und so weiter. Der ist also perfekt für unterwegs gedacht. Wird natürlich entsprechend geliefert mit allem, was dazugehört. Das heißt, mit einem schönen Display dran und selbstverständlich auch mit Kopfhörern, dass Sie es unterwegs auch genießen können. Aber wir sind hier nicht bei Kopfhörer-TV, wir sind hier bei Pearl-TV. Und dann lassen wir es mal ordentlich krachen. Mhm. Dann darf ich dich einladen, mich mal in mein Büro zu begleiten. Vorne gerne. An das große Stück. Lass mal den Kopfhörer mal hier. Denn wir möchten natürlich mal hören, was kann denn dieser kleine CD-Spieler eigentlich. Ich finde den hervorragend, wenn man vielleicht noch CDs zu Hause hat, aber eben nicht mehr unbedingt einen CD-Spieler. Mhm. Dann kann man den natürlich mal ganz hervorragend vielleicht auch mal wieder mit der Anlage ergänzen und mal so das ein oder andere Schätzchen zu Hause hören. So, jetzt gucken wir mal gerade. Jetzt starten wir hier mal die Funktion. Read stand vorher immer drauf. Das tut es auch heute noch. Und ja, Sie werden stimmt. überrascht sein. Ja, oder? Hat dann immer die Musik gelesen. Warte mal, ja. Ich gehe mal auf einen ganz bestimmten Titel vor, denn da möchte ich jetzt eigentlich hin. Jetzt bin ich gespannt, was du eingelegt hast. Ob mir jetzt die Ohren abfallen oder... Schau mal, Moment. Ah nee, das klingt gut. So, Achtung. Ich habe eine CD von Bonnie Tyler bei uns im Schrank entdeckt. Schön. Man könnte im ersten Moment tatsächlich meinen, es wäre Tina Turner, ist ein ähnlicher Titel. Sie singt ihn natürlich auch, aber ich glaube, er kommt im Original von Bonnie Tyler. Aber darum geht es ehrlich gesagt an dieser Stelle gar nicht, liebe Zuschauer. Es geht natürlich um diesen kleinen CD-Spieler, den man denkbar einfach bedienen kann. Das heißt lauter, leiser, Titel vor, Titel zurück, Start oder Stopp. Das wird hier alles ganz komfortabel angezeigt, natürlich auch auf dem Display. Und jetzt möchte ich Ihnen mal was zeigen. Also die Musik kommt gerade von diesem CD-Spieler. Und jetzt passen Sie auf. Du siehst? Ich sehe. Schockabsorber. Funktioniert immer noch ganz hervorragend. Und wir waren eben ein wenig melancholisch, liebe Zuschauer. Da gehen wir mal ein paar Titel zurück und gehen mal auf diesen Titel. So, und jetzt dürfen Sie zu Hause gerne mitmachen, wenn Sie möchten. Handy zur Hand, bisschen Beleuchtung oder sowas hier. Genau. Schön. Ich mach wieder aus, das kriege ich Ärger wegen offenem Feuer im Studio. Stimmt, besser ist das. Aber das finde ich eben so schön. Ne? Ich habe zum Beispiel auch dieses Problem gehabt, dass ich mir überlegt habe, die Kameramänner bringen auch schon mit dem Licht. Aber ich habe eben viele CDs, die ich einfach nicht mehr abspielen kann, weil ich einfach den CD-Player zu Hause nicht mehr habe. Nicht mal ein portables Gerät habe ich noch über. Das ist alles passé. Aber die CDs mag ich nicht wegschmeißen, weil das ist ja wirklich auch Retro-Charme, den ich damit wieder absolut, absolut. Kann, ne? Und auch hier bei Total Eclipse of the Heart, es geht immer noch um diesen kleinen CD-Spieler, wobei ich glaube auch diese 6-Kanal-Soundbar, dieses heiße Teil hier, wird vielleicht im Laufe dieser Sendung noch eine kleine Rolle spielen, aber dazu später mehr, liebe Zuschauer. Wir hören jetzt hier Total Eclipse from the Heart und das eben von CD. Und ich möchte Ihnen nochmal was zeigen. Ja, ich kann hier schütteln. Ich möchte ihn in die Luft werfen, daher fange ich ihn nicht mehr auf. Aber du siehst, wie hervorragend das Gerät funktioniert. Und das wäre natürlich genauso, wenn Sie sich den irgendwo an den Gürtel klemmen und damit zum Beispiel auch mal raus in die freie Natur gehen, wenn Sie mit dem Hund durch ihn unterwegs gehen und dabei alte CDs hören möchten. Alles wäre ohne weiteres denkbar, weil das gute Stück eben hier Stöße und Erschütterungen ohne weiteres wegstecken kann. Cool, oder? Ja, definitiv cool. Und es ist einfach toll, mal wieder CDs so zu konsumieren.
konsumieren. Ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel so jemand, der on demand sozusagen Musik abspielt auf dem Smartphone. Aber wie cool ist das, wenn ich meine alten CDs auspacken kann, alte Alben oder auch CDs, die ich mal selbst zusammengestellt habe und die sich ja auch eben dadurch kennzeichnen, dass ich da einen speziellen Mix drauf habe. Und das finde ich einfach schön. Das können Sie sich nach Hause bestellen unter der Bestellnummer ZX1805569 und dann haben Sie ein Stück Retro nochmal zu Hause und es macht einfach Spaß. Es ist auch ein absoluter Bestseller bei uns und kommt jetzt zum TV-Sonderpreis zu Ihnen in Höhe von 35,14 €. Und ich finde, das kann ich mir doch wirklich auch mal gönnen, um dann auch an meine Anlage, ne, einfach per AUX-Kabel das anzuschließen und dann meine alten CDs wieder rauszuholen. Ja. Das ist genauso schön wie Schallplatten. Die haben ja auch so einen Charme jetzt absolut, mittlerweile bekommen. Absolut, ne? Ja, sehr schön. Sehr schöner Artikel, liebe Zuschauer. Freut mich, wenn er Ihnen gefällt. Aber es geht natürlich im Multimedia weiter. Ja, und wir kommen jetzt zu Platz 9. Und auch hier sehen wir altbekanntes, aber altbekanntes, was auch wieder aktualisiert worden ist, ergänzt worden ist mit Neuem. Wer ruft dich da an gerade? Es ist Hollywood. Hollywood. Oh, ja, bist also, du bald nicht nein, mehr hier? Ich kann beim nächsten Hollywood-Blockbuster leider nicht mitspielen, weil ich bin hier in Dassel bei Pearl TV beschäftigt. Aber vielen Dank für den Anruf, empfehlen Sie mich weiter. Ja? Dankeschön. Sehr schön, so. Bleibst also doch uns erhalten. Toll. Ja, was haben wir denn da? Unabhängig davon, dass ich jetzt Total Eclipse of the Heart im Ohr habe. Ich habe auch den Ohrwurm jetzt total. Haben Sie auch einen Ohrwurm zu Hause jetzt? Ja? Schön. Machen wir ein bisschen weiter mit ein wenig Retro. Feeling, wobei wir jetzt hier ein sogenanntes GSM-Tischtelefon haben. Mhm. Und der ein oder andere wird diesen unglaublichen Komfort eines sogenannten Festnetztelefons noch sehr, sehr gut in Erinnerung behalten haben. Die hatten diese klassischen Zwirbelkabel, wo man immer so schön beim Telefonieren mit rumdrehen konnte. Die hatten natürlich einen vernünftigen Hörer, den man sich auch mal zwischen Schulter und Ohr einklemmen konnte. Man konnte hervorragend damit telefonieren. Und genau diesen Komfort bietet dieses Telefon selbstverständlich auch. Aber Sie sehen, ja, ich könnte jetzt hier mal wie so ein Zauberer mit so einem Reifen oder was drumherum gehen. Mal abgesehen von dem Verbindungskabel vom Hörer zum Gerät selber, gibt es kein weiteres Kabel. Und das liegt daran, dass wir hier quasi den Komfort oder den Zeitgeist von damals bei einem klassischen Telefon zu Hause, bei einem klassischen Festnetztelefon, mit dem unglaublichen Komfort eines Mobilfunkanschlusses kombiniert haben. Das heißt, dieses Telefon ist völlig frei von irgendeiner Vertragsbindung, die Sie zum Beispiel mit einem großen Telekommunikationsanbieter eingehen. Dieses Telefon hat auch kein Kabel, was Sie in der Wand verschwinden lassen müssen, ein Telefonkabel. Dieses Telefon funktioniert ganz einfach mit einer SIM-Karte, so wie wir es eben ganz klassisch vom Handy aus kennen. Aber wir haben eben den Komfort eines Tastentelefons. Zum einen natürlich auch wieder mit Lautsprecherfunktion, finde ich hervorragend, falls man den Hörer mal liegen lassen möchte. Schöne große Tasten, ja, mit entsprechender Tonwahlfunktion, sodass das ebenfalls funktioniert. Wir haben natürlich die Möglichkeit, hier jederzeit Rufnummern zu speichern. Wir können natürlich jederzeit auf Wahlwiederholung gehen und all diese Funktionen, die man eben von einem klassischen Festnetztelefon eben hatte. Aber das Ganze funktioniert jetzt eben ganz komfortabel im ganz einfachen Handynetz. Das heißt, eine SIM-Karte rein. Theoretisch gesehen können Sie sogar zwei SIM-Karten reinpacken. Das heißt, über zwei verschiedene Telefonnummern telefonieren und auch über zwei verschiedene Rufnummern erreichbar sein. Fangen wir aber mal klein an und sagen, Sie haben eine SIM-Karte, zum Beispiel eine Prepaid-Karte, letzte mit 10, 20 Euro auf, kriegst du mit Sicherheit hier schon vorne im Discounter, im Supermarkt mal an der Kasse, wenn man das möchte, als Zweitkarte vom Handyanbieter. Und dann kann man so ein Tischtelefon jederzeit überall dort einsetzen, wo man es haben möchte. Zum Beispiel dort, wo man normalerweise keinen Telefonempfang hinlegen würde, wenn man nur alle drei Wochen mal da ist, im Schrebergärtchen. Mhm. Oder ganz komfortabel, ganz einfach mal, wenn man mit dem Wohnmobil oder was unterwegs ist. Auch da stellst du es dir auf den Tisch, kannst endlich mal wieder die Tasten erkennen und telefonierst so wie anno dazumal, würde man sagen. So lange ist das noch gar nicht her. Ich kann mich noch an ein orangefarbenes Telefon mit Wählscheibe erinnern, mit so einem Häkeldeckchen drüber. Stand bei das uns im Flur. Das habe ich schon gar nicht mehr miterlebt. Nee. Ja? Das ist so ein wenig Retro-Feeling. Und wie gesagt, ich mag diesen Komfort ganz einfach hier mit einem klassischen Telefonhörer zu telefonieren.
Sie kennen es wahrscheinlich auch noch, da wusste man ganz genau, da oben, da konnte man hören und da unten, da wurde reingesprochen. Bei so einem Handy weiß ich nie wirklich, wo ist denn jetzt eigentlich der Lautsprecher, wo ist das Mikrofon, wie halte ich das am besten, dass man vernünftig telefonieren kann. Das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Hier haben Sie noch einen klassischen Telefonhörer. Das heißt, so wie früher, mal ganz einfach mal eben einklemmen und mal eben kurz was mitschreiben, so wie man das von früher her kannte. Das heißt, der Komfort eines Festnetztelefons in Kombination mit den Möglichkeiten einer Handy-SIM-Karte. Finde ich einen ganz tollen Artikel, muss ich zugeben. Und er hat natürlich jetzt, es ist akkubetrieben, das heißt, du hast also etliche Stunden Zeit, um damit entspannt zu telefonieren. Und es sieht dann noch richtig gut aus, dieses Kerlchen hier. Und ich kann damit sogar SMS verschicken. Wenn ich das richtig sehe, ja, habe ich da auch die Buchstaben auf den Tasten, also so wie ich es auch vom Handy kenne, kann ich hier dann auch Textnachrichten verfassen. Also da gibt es auf jeden Fall Gelegenheiten, die Sie vielleicht auch wieder zu dem alten, guten, alten Kabeltelefon führen lassen, was aber nur am Hörerkabel gebunden ist und ansonsten ganz kabellos zu Ihnen kommt. Mhm. Unter der Bestellnummer PX3944 und die 569, da kommt das zum TV-Sonderpreis zu Ihnen nach Hause. Und das finde ich wirklich auch toll. Wir haben übrigens auch gerade gehört, Sie sind schon mit uns gemeinsam hier ins Retrofieber gekommen. Der CD-Player ist nämlich auch schon stark nachgefragt. Ja, wundert mich aber auch nicht. Ne? Also ich habe jetzt auch schon wieder Lust bekommen. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter mit Platz 8. Da sind wir jetzt. Ja, und Diana hat da schon ordentlich Spaß. Also wenn ich an Kinosound denke, dann denke ich immer an ganz, ganz viele große Boxen. Ja. Muss aber nicht, wie wir hier sehen. Ne? Nee, muss nicht, liebe Zuschauer. Sie kennen dieses Problem und lass uns mal ruhig rübergehen mal zu Diana. Sie kennen das Problem mit Fernsehapparaten. Diese modernen Fernseher, die haben natürlich ein fantastisches Bild. In der Regel haben sie heutzutage eine 4K UHD-Auflösung, also brillant vom Bild her. Mhm. Aber Sie kennen das, da wird gesprochen, da muss man wieder die Fernbedienung in die Hand nehmen und lauter machen. Dann knallt es wieder irgendwo in einem Film, da macht man den Ton wieder leiser. Das heißt, das Klangerlebnis bei den modernen Fernsehern ist nicht mehr unbedingt das, was es früher einmal war. Ganz einfach baulich bedingt. So ein Flachbildschirm, der hat vielleicht einen Zentimeter, lass es zwei sein in der Stärke. Das heißt also, solche kleinen Boxen wie hier zu sehen, haben wir da oder haben die Hersteller mittlerweile in den Fernsehern verbaut. Das ist natürlich nicht die Welt. Insofern hörst du zum Teil am Eingang des Wohnzimmers deutlich mehr von dem Fernsehprogramm als drei Meter davor. Ja, du kennst das, ne? Ja? Kommt dann immer der Nachbar vorbei und sagt immer, machst du den Fernseher so laut? Ja, weil ich drei Meter davor nichts höre. Deswegen haben sich Soundbars etabliert, liebe Zuschauer. Nicht irgendwelche Soundbars möchten wir Ihnen jetzt anbieten, sondern unser absolutes Flaggschiff. Das ist ein Parademodell. Und da hören wir vielleicht gleich direkt mal rein, bevor ich Ihnen das Kernstück dieser 6-Kanal-Stereo-Soundbar vorstellen darf, liebe Zuschauer. Jetzt gehen wir mal rein, schalten mal ein. Der müsste jetzt direkt auf. Düdel-düdel, ganz genau. So, gehen wir mal auf Bluetooth. Und da sind wir auch schon. Und so darf das bitte gerne mal klingen bei Ihnen zu Hause, wenn Sie das Kino-Feeling zu Hause haben möchten. Ich glaube, diese Titelmelodie muss ich Ihnen nicht vorstellen, oder? Nee, liebe ich Männer, weiß da direkt schon Bescheid, obwohl ich den noch nicht geguckt habe, tatsächlich, den Film. Das ist schon sensationell, liebe Zuschauer. Können wir gerne noch mal ein bisschen weiter skippen. Warte mal gucken, was wir noch alles drauf haben. Ah, Moment, von der anderen Seite ran, da kommt man besser dran. Von hinten ist immer schwierig. Haben Sie schon mal ein Fußballspiel auf einem schönen großen Fernseher geschaut, vielleicht sogar mit einem Beamer und einer ordentlichen Leinwand? Ja, sind Sie Fußballfan zu Hause? Dann wollen Sie natürlich auch diese Stadionatmosphäre haben. Und ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, vor einigen Tagen hat unser wunderbarer erster FC Köln 3:1 gegen die Hertha aus Berlin gewonnen. Modest hat das 1:1 entsprechend geschossen. Ja, und das ist natürlich jetzt mal die Hymne meines Herzvereins, dem ersten FC Köln. Das wird ordentlicher Sound hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber noch besser wäre der Sound bestimmt, wenn du mitsingen würdest. Kannst du den Text? Ich kann den Text. Ich kann den sogar rückwärts auf Suaheli. Jetzt pass auf. Und jetzt entlösen wir mal das eigentliche Herzstück. Und das sind die Boxenpaare. Wir haben 15 Boxen hier verbaut. Die zwei Subwoofer an der Seite runden das Paket natürlich ab. Moment mal ein bisschen leiser. So gern, wie ich die Höhner höre.
Aber das ist natürlich jetzt mal ein richtiger Augenschmaus. Schau mal, da geht mir als Mann das Herz auf. Das ist Klavierlack, was wir hier haben, dieses Finish. Du hast hier die entsprechenden Einstellungen. Ich mache das Ganze ganz bequem von der Fernbedienung aus. Und das Geniale an dieser 6-Kanal-Stereo-Soundbar ist die Tatsache, dass du hier so eine Art Raumklang generieren kannst. Du kennst es wahrscheinlich von einem klassischen Surround-System. Genau, ja. Ja, vorne die beiden Center, dann brauchst du den Subwoofer irgendwo in der Mitte und hinten am Sofa rechts und links nochmal zwei weitere Satelliten, nennt man die. Ja. Das ist natürlich unglaublich viel Kabellage im Wohnzimmer. Mit diesen Boxenpaaren, aufgeteilt auf 5 Gruppen, muss man sich nicht drum kümmern, macht das Gerät automatisch, generieren zu Hause in deinem Wohnzimmer einen Klang wie im Kino, wie ein Surround-Klang. Das heißt, wenn irgendwo hinten rechts der Helikopter startet, landet er vorne links wieder. Oder ein Rennwagen, der einmal quer durch den ganzen Raum fährt. Das ist einfach etwas Sensationelles und wird definitiv auch Ihr Entertainment, Ihr Heimkino zu Hause um ein Vielfaches unterstützen können. Parademodell, kann ich nur sagen. Das ist ein ganz neues Level, Filme zu schauen, wenn ich eben diesen Surround-Sound habe, diese 3D-Soundbar. Mit dem Surround-Sound gibt es für Sie unter der Bestellnummer ZX1603569 und das zu dem Wahnsinns-TV-Sonderpreis. 284,99 €. Und damit haben Sie das Kino-Feeling zu Hause, können aber auch einfach Musik genießen. Und hier sehen wir auch, wie schön sich das macht. Wirklich Wahnsinn, oder? Tolles ist ein Produkt. Hingucker. Und ja. Es ist nicht nur ein Hingucker, es ist auch ein Hinhörer, wenn man das so sagen mag. Also ich bin begeistert, das ist ein toller Sound, den wir hier haben. Und weiter geht's von Platz 8 jetzt zu Platz 7. Sieht vielleicht im ersten Moment in der Hand so ein bisschen unscheinbar aus, aber mein Opa, der hat super gerne Filme gedreht. Also der hatte wirklich noch so eine ganz große Kamera, der war richtig technikbegeistert. Ja. Und jetzt habe ich alle Videos da, aber kann sie nicht angucken. Ja. Und da hast du die Lösung für mich. Und genau das ist es. Ich habe den Videorekorder des 21. Jahrhunderts in der Hand. Und mal abgesehen von der 6-Kanal-Stereo-Soundbar habe ich so das Gefühl, wir haben so ein bisschen Retro-Festspiele heute. Ja. Heute bei unserer Top 10 für Sie, liebe Zuschauer. Aber Sie kennen das wahrscheinlich auch, wenn Sie noch ein paar VHS-Kassetten oder Betamax oder Video 2000 zu Hause irgendwo in der Kiste im Keller oder auf dem Dachboden haben, ja, dann wird es Zeit, dass Sie diese Bänder ganz einfach mal ins 21. Jahrhundert retten. Denn irgendwann, und die Zeit ist jetzt, werden diese Bänder kaputt gehen. Magnetismus und dergleichen und natürlich auch der Zahn der Zeit nagen an diesen analogen Bändern. Wenn man sich mal überlegt, schaut dir die Kleine an, wie süß jetzt hier. Das sind so ungefähr die Aufnahmen, die mein Opa auch 95 gemacht hat. Ja. Und ich war da 2 Jahre alt, 1995. Also es könnte hinkommen, so ungefähr tatsächlich. Genauso sieht es aus mit dem Zeitstempel und so. Das wäre so toll, wenn ich das jetzt nicht mehr nur auf Videokassette hätte, sondern jetzt auch als Datei. So, ne? Jetzt denken wir mal 15, 20 Jahre weiter. Nehmen wir mal an, du hast selber mal irgendwann eine kleine Tochter und möchtest ihr ganz gerne mal zeigen, wie du in dem Alter hier gerade den Pampers entsprungen, zu Hause bei deinen Eltern durchs Wohnzimmer gehüpft bist, ja, vielleicht auf einem Bobbycar unterwegs warst, all diese ganzen Geschichten. Ja. Ja, und das können Sie dann nicht mehr tun, liebe Zuschauer, weil natürlich dann irgendwann diese Bänder einfach nicht mehr existieren, weil sie kaputt gegangen sind. Magnetismus, Zahn der Zeit, schlechte Lagerbedingungen und. Oder lagern Sie Ihre alten VHS-Bänder fachgerecht irgendwo unter so und so viel Luftfeuchtigkeit oder sonst Quatsch. Die sind in irgendeiner Kiste, in irgendeiner Umzugskiste. Und da gehören sie natürlich nicht unbedingt hin. Mit diesem kleinen Videorekorder können Sie diese Bänder ganz einfach in die Neuzeit retten. Und wie einfach das funktioniert, zeige ich Ihnen direkt im Anschluss. Wir sehen es hier auch schon. Das heißt, Sie haben diesen kleinen Videorekorder, der wird ganz einfach mit den entsprechenden Steckern und da wird alles mitgeliefert, mit Ihrem alten VHS-Rekorder verbunden. Und dann müssen Sie nur noch für einen Speicher sorgen, denn irgendwo müssen diese Bänder ja gespeichert werden. Das, was auf den Bändern drauf ist, wird vom analogen ins digitale Zeitalter gerettet. Der Fachmann spricht hier vom Digitalisieren. Sie spielen einfach, Sie schließen diesen neuen Videorekorder ganz einfach an und spielen das Video ab, drücken auf Rec am Rekorder, am neuen, am kleinen Rekorder und dann geht das Ganze auch schon los. Ich darf mal ganz kurz zu deinen Füßen. Ja, sehr gerne. Du, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass ich eine Videokassette in der Hand hatte. Also wirklich, da kommen Emotionen hoch, ne? Also was ich alles auf Videokassette zu Hause hatte, so richtige Highlights. Und hier sehen wir hier auch gerade
Hier wurde ein Ich kämpfe noch mit dem Stecker Fest, und ein so, Feuerwehrfest in Kreiensen 1999 aufgenommen. Das könnten wir uns jetzt mal anschauen. Das ist doch auch wirklich spannend. Ja, und genau so ist es auch, liebe Zuschauer. Es ist denkbar einfach von der Handhabung her. Sie kennen das, man hatte früher den gelben Stecker für das Videosignal. Der kommt einfach auf den Adapter auf gelb. Sie hatten weiß und rot für den Stereokanalton, das heißt weiß auf weiß und rot auf rot. Und jetzt können Sie sich überlegen, was Sie für einen Speicher andocken. Sie können also gerne mit einer SD-Karte arbeiten, bis 128 GB. Sie können aber auch gerne, wenn Sie mehrere VHS-Kassetten in die neue Zeit retten wollen, mit einer externen Festplatte arbeiten. Ich bediene mich hier ganz einfach mal eines USB-Sticks. So, jetzt wird das Gerät eingeschaltet. Das ist auch noch ein höfliches Karlchen, sagt Ihnen sogar doch Hallo. Und jetzt gucken wir mal gerade, läuft das Video denn eigentlich schon? Guck doch mal gerade bitte, Rebecca. Ist schon angemacht? Ist schon eine Kassette drin? Weiß es nicht. Hab ich das schon? Wir haben noch keine Kassette drin. Noch keine Kassette das drin? Machen die wir erste doch mal. Ist nur mal ein Beispiel jetzt. So rum, ne? Guck Kassette mal, ich rein. Weiß gar nicht mal mehr, wie rum das reingeht. Aber das Geräusch ist vertraut. So, und alles, was man jetzt machen muss, sobald das Video startet, drücken Sie im unteren Teil auf Rec. Das heißt, Sie können jetzt hier auf diesem kleinen Display jederzeit sehen, was ist eigentlich drauf auf dieser Videokassette. Und während Sie sich das Ganze anschauen, natürlich auch gerne auf dem großen Fernseher, weil ein HDMI-Anschluss ist natürlich ebenfalls mit dabei, dass Sie beim Digitalisieren direkt sehen können, was passiert denn da eigentlich, welches Band ist das überhaupt, können Sie natürlich ganz einfach hier das Ganze digitalisieren. Das passiert vollautomatisch, liebe Zuschauer, und es ist absolut spektakulär, wenn man eigentlich nichts weiter tun muss, als zwei Kabel anzuschließen und auf Rec zu drücken. Alles andere macht die Maschine an sich. Und es ist wirklich wertvoll, Erinnerungen noch zu behalten und das über viele, viele Jahre hinweg. Das können Sie mit diesem HDMI-Recorder unter der Bestellnummer NX4445 und die 569 haben Sie das zu Hause und können so Ihre alten Videoaufnahmen digitalisieren. Wir kommen jetzt zum nächsten Platz Nummer 6. Ja, und da sehe ich ein Handy. Ich sehe aber auch was, wo ich vielleicht auf Anhieb jetzt Danke nicht dir, Diana. Unbedingt Vielen Dank. Wüsste, was das mit Multimedia zu tun hätte, eine Uhr. Die kann wahrscheinlich mehr als einfach nur die Uhrzeit anzeigen. In der Tat, das ist natürlich jetzt eine richtig schöne Smartwatch, liebe Zuschauer. Und ich muss sie mal auf links anziehen, so, damit Sie mal mitschauen können. Denn die ist nicht nur außergewöhnlich schön und ausgesprochen angenehm vom Tragekomfort her. Die bietet dir natürlich auch all die Möglichkeiten, die dir eine Smartwatch an anderer Stelle so nicht unbedingt bietet. Die ist echt schick, ja. Ja, also ist sehr, sehr schön gemacht mit einem Edelstahlgehäuse, mit einer Keramiklünette natürlich. Und das Schöne ist, liebe Zuschauer, diese Uhr ist always on. Also immer an. Sie haben es vielleicht schon mal erlebt mit einer Smartwatch an anderer Stelle, egal welcher Hersteller das ist. Wenn man das Handgelenk bewegt oder wenn man auf die Uhr schaut, geht das Display kurz an und dann ist es auch schon wieder schwarz. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, dass dieses Display hier bis zu 20 Minuten anbleibt und das natürlich in absoluter Top-Qualität. Das Schöne ist, ich möchte es mal ganz kurz zeigen. Hier mal gucken. Ein bisschen näher ran. Mal drehen. Jetzt möchte ich hier das Display verändern. Warte mal, ganz kurz. Jetzt habe ich dieses Display hier. Ich mache jetzt ganz einfach mal ein anderes Display, weil mir das jetzt nicht mehr so gut gefällt, weil es vielleicht nicht mehr zu meiner Garderobe passt. Zack. Haben Sie gesehen? So einfach funktioniert das. Das ist jetzt der digitale Bereich. Jetzt halte ich nochmal gedrückt. Gehe ganz einfach mal drüber und habe jetzt hier nochmal ein schönes anderes Display. Sie können bis zu 100 oder über 100 verschiedene Displays jederzeit auf diese Uhr transportieren. Und selbstverständlich geht es hier nicht nur um die Optik einer Smartwatch. Sie haben natürlich auch alle Funktionen. Das heißt, alles das, was man sonst mit einem Fitnessarmband und dergleichen auch macht, kann diese Uhr auch. Das heißt, Schritte zählen und. Geh mal ganz kurz rein. Ich muss mal ganz kurz zu mir drehen. Warte mal. Denn dann machen wir ganz einfach mal Folgendes. Wo habe ich es? Schlaffunktion, Puls. Ich lasse mir jetzt hier mal ganz einfach meinen Puls anzeigen. Schauen Sie mal hier. Ist nämlich auch hier ein Pulsmesser mit eingebaut, sodass man jederzeit also auch seine Herzfrequenz mal hervorragend im Blick hat. Das Ganze kann man natürlich auch via Bluetooth ganz einfach aufs Smartphone übertragen. Die App, die Sie dafür brauchen, ist unabhängig vom System. Also die iPhone-Nutzer werden genauso glücklich werden damit wie die Android-Nutzer. Und damit kann man natürlich auch mal eine Langzeitbeobachtung starten, wenn Sie Sport machen, wenn Sie Essgewohnheiten, Schlafgewohnheiten und dergleichen verändern, wie sich das auf Ihren Körper auswirkt. Ich bin noch in einem Pulsbereich, den man ohne weiteres noch so durchgehen lassen kann. Natürlich können
werden Sie hier verschiedene Sportarten antippen, das ist ganz klar. Ich habe wenig Zeit, deswegen kann ich Ihnen wirklich nur sehr, sehr wenig zeigen. Sie werden noch mehr entdecken. Hier gibt es zum Beispiel auch eine Wetterprognose. Und das Wetter hier in Dassel sieht genauso aus, wie der Tag sich heute entwickelt hat. Regnerisch und ein wenig bewölkt. Also da kann die Uhr nichts für. Das ist einfach so, da müssen wir bei Petrus mal nachfragen, was das denn eigentlich für ein Sommer sein soll. Nur einige der Highlights, die diese tolle Smartwatch mit sich bringt. Für mich persönlich aber ganz klar eins der Top-Highlights, dass man hier über 100 verschiedene Displays hat. Das heißt, zu jeder Tageszeit, zu jeder Garderobe kannst du hier deine eigene Uhr konfigurieren. Das ist großartig und sehr, sehr schnell und einfach gemacht. Ja, Smartwatches, die kenne ich eher in der sportlicheren Optik. Hier habe ich eben auch das Klassische mit dabei. Ich kann auch eine klassische Uhr smart tragen. Das können Sie zum TV-Sonderpreis von nur 66,49 €. Und die Bestellnummer, damit Sie diese Smartwatch von St. Leonhard nach Hause bekommen können, ist die NX4987 und die 569. Und dann haben Sie diese stilvolle Smartwatch am Handgelenk. Und das finde ich schön, weil ich nicht auf die schönen, stilechten Uhren verzichten muss. Hier kann ich auswählen, also wirklich toll. Schön ist auch der nächste Platz, Nummer 5. Oh, ein Joker-Produkt. Wir haben hier ein Vielen Dank, Gerät, Dankeschön. Was wahrscheinlich klassischerweise in Küchen Platz finden würde. Also Küchenradios zum Beispiel sind ja sehr beliebt nach wie vor. Oder auch zum Beispiel in der Werkstatt mal Radio hören. Das alles geht. Vielleicht haben Sie ja auch noch so ein altes Radiogerät, wo man so stundenlang rumsuchen muss. Wo ist jetzt die richtige Frequenz, damit ich den guten Sound habe, der rauschfrei ist? Das geht heutzutage viel bequemer und ganz anders. Und da hast du uns hier jetzt was mitgebracht. Also wir haben an sich jetzt wieder so dieses Thema Retro. Ja, also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich also noch mit meinem Vater zusammen, ich habe mein Auto geputzt mein Fahrrad gewaschen, mein Vater hat sein Auto geputzt. Da haben wir beim WDR damals noch die Konferenzschaltung der Fußball-Bundesliga gehört. Und das alles irgendwie in der Badehose bei uns vor der Garage. Das ist für mich immer so das, was ich immer sehr, sehr gerne übrigens auch mit dem Thema Radio verbinde. Aber natürlich hat sich die Technik etwas weiterentwickelt. Gott sei Dank ist das der Fall. Jetzt bekommen Sie ein wunderschönes Radio jetzt hier im Retro-Design, liebe Zuschauer. Ein Holzchassis jetzt hier mit den Stereo-Lautsprechern hier vorne, aber mit modernster Technik. Das heißt, Sie haben hier ein sogenanntes digitales Radio. DAB+ ist hier das Stichwort. Selbstverständlich auch die klassischen Frequenzen im FM-Bereich. Aber Sie können hiermit weltweit jederzeit entsprechende Musik hören. Das ist wirklich Spitzenklasse. Die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die Sie haben, das Ganze natürlich wunderbar bebildert hier auf diesem Display, weil digitales Radio natürlich auch immer gleichzeitig das ein oder andere an Informationen mitbringt über Interpret, über Titel und dergleichen. Und ich könnte hier wahrscheinlich zwischen zig Hunderten von Titeln durchschalten, entweder komfortabel am Gerät selber oder natürlich hier auch über die Fernbedienung. Ihnen ist dieser Schlitz unter dem Display aufgefallen. Der hat natürlich eine Daseinsberechtigung, weil Sie auch mit diesem Radio jederzeit ganz einfach CDs abspielen können. Das heißt, nicht nur modernsten digitalen Radioempfang genießen, sondern natürlich auch mal die ein oder andere CD, die vielleicht noch im Schrank schlummert, die man so vielleicht nicht mehr abspielen kann. Wir hatten es eben mit dem portablen Gerät, können Sie hier jederzeit dann laufen lassen. Es macht ganz einfach Spaß, diese Sendervielfalt zu haben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel aus dem Urlaub kommen, ja, oder mal der ein oder andere ein paar Tage unterwegs war, vielleicht auf Mallorca war und ein bisschen spanische Klänge noch im Ohr hat, findet man diese Musik, die man normalerweise jetzt hier über Mittelwelle, Kurzwelle und so weiter niemals reinbekommen könnte, im Internet doch deutlich schneller. Das bedeutet, Sie können sich jetzt so ein bisschen dieses Urlaubsfeeling wieder nach Hause holen und das in fantastischer Stereoqualität. Ein wunderbares Gerät, fantastisch einfach zu bedienen mit einem tollen Display, wo man jederzeit alles erkennen kann, mit einer digitalen Uhr, mit einer analogen Uhr von der Anzeige her, je nachdem, wie Sie es haben möchten. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Hier haben wir den analogen Bereich. Ja. Aber du hast eben auch die Senderinformationen. Man kennt es vom Autoradio. Da wird dann ein Titel gespielt. Du möchtest gerne wissen, Mensch, das klingt klasse. Wer singt das denn eigentlich? Wie heißt denn dieser Titel? Auf dem Autoradio kann
kannst es mitunter dann etwas leichter erkennen. Hierbei ist das ganz genauso, liebe Zuschauer. Vom Preisgefüge her sensationell. Und bei pearl.de ist es aktuell ein Preishit. Bei uns bekommen Sie noch mal einen TV-Sonderpreis und der lohnt sich gewaltig. Ja, der Preishit online liegt bei 126 Euro ungefähr. Und bei uns erhalten Sie den jetzt zum TV-Sonderpreis für nur 89,99 €. Und dann haben Sie ein Internetradio noch mal auf neuem Level. Und ich finde es auch so schön, dass ich da ja auch sogar, wenn ich es richtig gesehen habe, das Wetter sehen kann. Ne? Also ja, gerade, wir hatten das Thema Küchenradio. Wenn ich jetzt in der Küche sitze und ich trinke meinen ersten Kaffee, möchte ich natürlich nicht nur die Neuigkeiten, die Nachrichten hören, sondern ich möchte auch wissen, wie ist das Wetter. Und zwar dann, wenn ich es auch wirklich, wenn es mich in diesem Moment interessiert und vielleicht der Wetterfrosch oder die Wetterfee im Radio das gerade nicht durchsagt, dann kann ich mir das einfach da anschauen. Das finde ich wirklich schön und sieht ja auch schick aus und ist wirklich ein Radio nochmal auf neuem Level sozusagen. Absolut. Auf ein neues Level. Absolut. Gehoben. Also ein wunderschönes Gerät, natürlich hier alleine vom Stereoempfang her sensationell. Und wir hatten es vor kurzem in einer Sendung mit Ingo, da haben wir es ein wenig ausführlicher vorstellen können. Da haben wir sogar einen russischen Sender reinbekommen, auch das mit dem Internetradio, mit dem DAB Plus überhaupt kein Thema. Mhm. Also du kannst nach Ländern, nach Genre, nach Musikrichtung, Rock, Pop, Schlager und so weiter, kannst du jederzeit selber entscheiden oder du speicherst deine Lieblingstitel ganz einfach ab. Klingt auf jeden Fall so, wie wenn Sie da wahrscheinlich viele Optionen haben, Ihren neuen Radiosender in sonst wo zu finden. Mal schauen, es ist definitiv spannend, denke ich mal, sich da so ein bisschen durchzusuchen. Wir sind jetzt schon bei Platz 4 angekommen. Hier ist er. Und da kriegen wir Soundqualität ohne Kabel und ohne andere dabei stören zu müssen und dabei auch noch vollkommene Bewegungsfreiheit zu haben. Ja, das ist schon spitzenklasse. Ich möchte übrigens an dieser Stelle, bevor wir jetzt mit diesem Artikel weitermachen, ganz kurz einen Gruß loswerden. Wir haben unglaublich viele Neukunden, hören wir gerade aus unserer Regie. Freut mich ganz besonders. Herzlich willkommen in der großen Pearl-TV-Familie. Und vielleicht ist ja auch das eine oder andere für Sie ganz interessant mit dabei. Vielleicht gerade für unsere Neukunden interessant zu wissen. Ab 150 Euro übrigens pro Person und Tag liefern wir Porto und Versandkosten frei. Macht natürlich Sinn, wenn man sich dann vielleicht mal für den zweiten oder dritten Artikel entscheidet. Zurück zu unserer Top 10. Wir haben hier einen fantastischen Kopfhörer der absoluten Extraklasse. Das alleine ist nicht der Kopfhörer. Das ist der Kopfhörer auf seiner eigentlichen Basisstation, die ich jetzt mal für Sie auf den Tisch stelle, dass er natürlich alle Anschlussmöglichkeiten hat, angefangen vom 3,5 mm Klinkeanschluss über den optischen Digitaleingang, das heißt also den Toslink, bis hin zu anderen Anschlussmöglichkeiten für den Fernseher, für die Stereoanlage, die Spielekonsole, für HiFi-Anlagen und dergleichen. Das ist an dieser Stelle natürlich selbstverständlich. Und dieses Signal, was dann ausgesendet wird vom Fernseher, von der Stereoanlage oder von anderen elektronischen Geräten, landet dann hier kabellos auf diesem fantastischen Kopfhörer. Wenn ich jetzt etwas laut spreche, sieh es mir nach. Wir haben aufgrund dieser butterweichen Ohrmuschelpolsterung hier eine Art natürliche Umgebungsgeräuschunterdrückung. Ja. Deswegen kann es sein, dass ich etwas lauter spreche. Ja, und schon sind sämtliche Umgebungsgeräusche quasi raus. Jetzt kann ich mir überlegen, was ich für Musik hören möchte oder mir beispielsweise auch mal ungestört einen Film anschauen, ein Fußballspiel oder einfach mal Musik hören, während mein Vater neben mir vielleicht mal entspannt in der Zeitung oder in einem Buch lesen möchte, ohne dass ich großartig störe. Spitzenklasse ist natürlich hier auch die Reichweite, liebe Zuschauer. Wir können hier über etliche Meter, bis zu 60 Meter ohne weiteres hier mit dieser fantastischen mit dieser Funkverbindung, also durch das ganze Haus laufen und überall dort, ich muss ihn noch mal runternehmen, Entschuldigung, ich höre mich selber sprechen, natürlich dann die Musik oder eben das Erlebnis wirklich auch genießt. Das heißt, du musst ihn gar nicht runternehmen, egal ob du raus auf die Terrasse gehst oder ob du mal eben in die Küche, ins Schlafzimmer und sogar runter in den Keller kannst du damit gehen, ohne dass du irgendetwas verpassen kannst. Extrem anpassungsfähig, das heißt, Sie sehen diese Ohrmuscheln, die sich hervorragend ihrer Kopfform, ihrer natürlichen Kopfform anpassen. Sie können natürlich hier also auch die entsprechenden Bügel länger und kürzer machen. Sie haben diese tolle Polsterung im oberen Teil für den Kopfbereich und natürlich dieses butterweiche Kunstleder hier an dieser Stelle. Sehr, sehr angenehm zu tragen, ausgesprochen leicht.
wiegt fast gar nichts. Ich kann nur schätzen, das sind vielleicht, weiß ich nicht, 100, 120 Gramm. Den werden Sie auf dem Kopf gar nicht wirklich wahrnehmen. Aber das Klangerlebnis ist wirklich sensationell. Ein starker Akku ist mit drin. Locker 20 Stunden steht er Ihnen gerne zur Verfügung. Und wenn er mal leer gelaufen sein sollte oder Sie möchten ihn gerne parken, weil Sie das Haus verlassen, weil Sie die Wohnung verlassen möchten, dann nehmen Sie den ganz einfach und stecken den vorne wieder zurück auf die Ladestation. Dann lädt er automatisch wieder auf, weil hier diese Ladestation ist natürlich permanent mit dem Strom oder natürlich auch mit Ihrem HiFi-Gerät verbunden. Super auch die Tatsache, dass Sie ganz einfach hier Titel vor oder zurück lauter, leiser machen können. All diese Komfortelemente machen Sie natürlich jetzt hier am Kopfhörer selber. Das heißt, einfach auf der rechten Seite mit einem Tastendruck ist denkbar und kinderleicht zu erlernen. Ich zeige es mal ganz kurz, hier haben wir es. Und sogar verschiedene Einstellungen für Musik, für Film beispielsweise oder auch mal speziell für Sprache lassen sich hier ebenfalls wählen. Ein ganz tolles Gerät, gefällt mir sehr, sehr gut, wird gerne gekauft. Und hättest du mir vor geraumer Zeit noch gesagt, dass man für diesen Preis einen so hochkarätigen Kopfhörer bekommt, ich hätte wahrscheinlich schallend gelacht. Ja, da sind wir hier bei noch nicht mal 63 Euro, das ist natürlich mal eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage und es sieht ja auch wirklich schick aus, auch gerade mit dieser Halterung. Und 20 Stunden, so lange bin ich nicht mal wach am Tag und ich würde das immer wieder auf diese Station zurücktun, weil es eben auch so schön positioniert ist und auch ein schönes, ich will es jetzt nicht als Deko-Highlight abtun, aber es sieht eben gut aus, wenn ich das zum Beispiel neben meiner Soundbar stehen habe oder neben dem Fernseher. Kommt zum TV-Sonderpreis zu Ihnen unter der Bestellnummer ZX1848 und die 569 am Ende unter 60 Euro. 59,84 Euro genauer gesagt. Und dann haben Sie das optimale Sound oder den tollen Sound direkt auf dem Ohr, ohne andere zu stören, können da lauter machen, wie Sie wollen. Also das ist wirklich schön. Und dabei auch noch durch die ganze Wohnung spazieren zu können oder putzen zu können. Was auch immer Sie dann gerade parallel machen. Und jetzt sind wir auch schon bei unseren Top 3 der Top 10 angekommen. Hier kommt Platz 3. Jetzt haben wir schon so oft übers Kino gesprochen und das ist jetzt auch nochmal Kino-Feeling, was das Bild angeht. Finde ich wirklich toll, zu Hause zu haben, um eben sich das Kino-Feeling mal nach Hause zu holen. Ja, also da bin ich ganz Mann. Ich möchte einen Beamer haben. Ja, einen Beamer, auf jeden Fall einen, der ein großes, schönes und vor allen Dingen gestochen, scharfes Bild projiziert auf eine schöne Leinwand. Geht sicherlich auch mit diesem Modell ganz einfach mal auf die Raufasertapete bei Ihnen zu Hause, auf die Wohnzimmerwand. Aber bitte, ich möchte ein Bild haben, was groß ist. Ich möchte Kino-Feeling zu Hause haben. Nicht einfach so 50, toll. 55 toll. Ist auf dem Fernseher natürlich schon eine Ansage, aber für einen Beamer kann eine nennenswerte Herausforderung. Hier haben Sie bis zu 3,30 Meter Bilddiagonale in Full-HD-Wiedergabe, ein LCD-LED-Beamer. Komme ich gleich noch darauf zu sprechen, was das für Sie bedeutet. Geben Sie mir kurz die Chance, das Gerät einzustecken. Denn machen wir ihn natürlich auch mal an, liebe Zuschauer. Denn das ist das eigentliche Herzstück eines solchen Beamers. Wenn man natürlich jetzt hier an die Zeit von früher zurückdenkt, hat man natürlich immer das Problem, dass man immer darauf achten musste, wie war das denn eigentlich mit dem Leuchtmittel hier vorne drin. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mal sehr viel Geld für einen Beamer bezahlt, wo ich tatsächlich immer wieder nach jeder Präsentation oder nach jedem Kinoerlebnis zu Hause dann mal in die Menüführung gegangen bin, um mal zu schauen, wie viele Stunden habe ich denn eigentlich noch zur Verfügung, bis ich das Leuchtmittel austauschen muss. Irgendwann war der Tag X dann da. Da bin ich in den Fachhandel gegangen und die wollten damals also etliche Hunderte von Mark von mir haben. Also so lange ist das schon her, für ein entsprechendes neues Leuchtmittel. Wir sprechen hier von einem LED-LCD-Beamer und der Hersteller alleine gibt dir über 30.000 Stunden, weil es unglaublich ist, wiederhole ich das, über 30.000 Stunden Lebenszeit für das hier integrierte Leuchtmittel an. Das heißt, du wirst etliche Stunden mit deinem neuen Heimkinosystem zu Hause verbringen können, mit all dem Komfort, den natürlich ein solcher Beamer mit sich bringt. Selbstverständlich könntest du diesen Beamer, um nicht nur das tolle Bild zu haben, auf bis zu 3,30 Meter in Full-HD-Wiedergabe, auch noch mit der tollen Soundbar ergänzen. Die könnte man jederzeit jetzt hier über HDMI miteinander verbinden. Du könntest ihn natürlich auch rumdrehen, das Bild lässt sich spiegeln. Das heißt, du kannst ihn schön unter der Decke platzieren, im Wohnzimmer oder gerne auch
im Außenbereich. Kollegen von uns haben ein kleines Heimkinosystem draußen auf der Terrasse. Wow. Ausgesprochen luxuriös, musste ich feststellen. Wir haben dort die Fußball-Europameisterschaft mal zusammengeguckt. Aber das ist ein Highlight, ne? Wahnsinn, der Stefan war da. Also die Leinwand runtergezogen, holte also hier die Fernbedienung, machte den Beamer an. Und wir saßen also ganz dekadent mit Bierchen in der Hand draußen im Garten unterm Schirm und haben uns dann mal eben Fußball angeschaut auf so einer schönen großen Leinwand mit einem ordentlichen Beamer. Das war übrigens genau dieses Modell hier. Das war ein Erlebnis und da gebe ich der Kollegin gerade völlig recht, das bleibt wirklich im Gedächtnis. Sensationell die Möglichkeiten. Natürlich alles für Sie fernbedienbar. Die Fernbedienung wird mitgeliefert. Sie können aber auch jederzeit hier oben am Gerät selber einstellen. Ich drehe es Ihnen ganz kurz mal rum, damit wir auch das mal eben gesehen haben. Sämtliche Anschlussmöglichkeiten an bis zu 2 Geräte gleichzeitig, wenn Sie möchten. Wir haben 2 HDMI-Anschlüsse mit dabei. USB-Anschlüsse auch mal für einen externen Content, wie der Fachmann sagt. Wenn man zum Beispiel mal Filme oder auch mal Urlaubsfotos oder was vom Rechner übertragen möchte, geht das direkt über den HDMI-Anschluss oder natürlich auch ganz komfortabel über einen USB-Stick oder eine externe Festplatte zum Beispiel. Kann man alles andocken, das heißt, bis auf eine Scheibe Salami spielt dieser Beamer nahezu alles ab. Wir sprechen, und das möchte ich ganz kurz noch eben erwähnen, weil es wirklich eine Sensation ist bei dem Gerät. Ich kenne ihn aus dem privaten Umfeld eben sehr gut. Ein Leuchtmittel mit 3000 Lumen, das heißt, Sie müssen den Raum, in dem Sie ihn betreiben, nicht komplett runterdunkeln. Der funktioniert auch bei ganz normalem Tageslicht in einer brillanten Qualität. Auf einer Entfernung von knapp 5 Meter zur Leinwand haben Sie eine Diagonale von 3,30 Meter und das in Full HD. Für den Preis absolut empfehlenswert und Spitzenklasse vom Material her. Der TV-Sonderpreis liegt jetzt und auch noch die nächsten 2 Stunden für Sie bei 284,99 €. Das ist Heimkino-Feeling at its best, würde ich sagen. Richtig, besser ja. geht's doch ja. kaum. Kommt unter der Bestellnummer NX6125 und die 569 zu Ihnen nach Hause. Und für die nächste Fußball-WM oder EM, wann ist denn das nächste Mal überhaupt? Nächstes Jahr im Dezember, meine ich. Nächstes Jahr im Dezember. Wäre natürlich ein tolles Highlight, wenn Sie es genauso machen möchten wie der Freund von Carsten. Ja. Oder bis zu 15.000 Filme habe ich jetzt gerade ausgerechnet. 30.000 Blumen, 15.000 Filme. Sind das so locker? Kann ich damit konsumieren? Das ist schon einiges. So, aber es wird jetzt spannend. Locker geht's weiter mit Platz Nummer 2. Na, hat sie überhaupt was in der Hand? Es ist was Kleines definitiv. Ja. Sie versteckt es auch so schön. In einer Hand ja, ist es... Ja, ist denn schon Rateshow? Nein. Ja, so. Jetzt ist Rateshow, genau. Aber klein, aber oho, trifft hier wirklich zu, ne? Es ist unglaublich. Ich bin ja Baujahr 72 und ich bin noch mit einem Röhrenfernseher groß geworden. Mhm. Wir hatten damals noch 3 Programme. Erstes, zweites und ein schlechtes drittes. Damals der WDR, ohne dem Westdeutschen Rundfunk dazu nahe treten zu wollen. Das lag damals eben an der Technik. Wenn ich mir überlege, was sich in den letzten Jahren so alles getan hat, das ist wirklich Spitzenklasse. Liebe Zuschauer, das ist ein sogenannter WLAN-HDMI-Stick. Klein und unscheinbar. Schauen Sie mal. Ja, also alleine hier kann ich schon mehr oder weniger in meiner Hand verstecken, so wie es Diana gerade gemacht hat. Und mit diesem kleinen WLAN-HDMI-Stick, angedockt an Ihren Fernseher, an einen freien HDMI-Steckplatz, dort, wo Sie jetzt zum Beispiel Ihren Satellitenreceiver angedockt haben, können Sie ganz einfach kabellos von Ihrem Smartphone, von Ihrem Tablet oder von Ihrem Laptop ganz einfach das, was Sie normalerweise auf einem kleinen, überaus überschaubaren Bildschirm anschauen müssen, kabellos direkt auf den großen Fernseher übertragen. Auf einen Monitor, sicherlich auch auf den Beamer. Das wäre zum Beispiel auch mal ein schöner Querverweis. Ja. Wenn du jetzt mal Urlaubsbilder, Fotos, Videos oder vielleicht auch ganz einfach Streamingdienste mit Filmen und dergleichen vom Handy auf deinen Fernseher bringen möchtest. Das heißt, du integrierst diesen diesen WLAN-HDMI-Stick ganz einfach in dein Netzwerk, genauso wie du es mit deinem Laptop, mit deinem Handy oder was auch tust. Das heißt, einmal angedockt, braucht er nur eine kleine Stromzufuhr, das Kabel ist entsprechend mit dabei. Und dann streamen sie ganz einfach kabellos mit bis zu 10 Meter Reichweite, ganz komfortabel vom Sofa aus, kabellos das, was Sie normalerweise auf dem kleinen Display Ihres Handys, um bei dem Beispiel zu bleiben, anschauen müssten, um immer größer zu machen. Diana zeigt es Ihnen gerade, wie umständlich das ist. Sie werden das kennen von der Situation her.
auf den großen 50, 55, 60 Zöller bei Ihnen im Wohnzimmer. Das ist mal die Dia-Vorführung des 21. Jahrhunderts, um beim Thema Retro zu bleiben. Ja. Einfach und komfortabel und das mal für ganz kleines Geld, ist ein absoluter Verkaufsschlager aktuell bei Pearl TV. Ja, und das nicht ohne Wunder, nee, das, das ist kein Wunder, ohne Grund ist kein Wunder ist das auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel auch kein Smart TV und kann meine Serien nicht wirklich über meinen Fernseher streamen. Damit geht das und das finde ich wirklich so eine tolle Sache. Da brauche ich keinen neuen Fernseher besorgen, sondern kann einfach eben den Stick reinstecken und habe da die ganze Vielfalt, die mir zum Beispiel das Smartphone bietet und das zum TV-Sonderpreis für nur 18,99 €. Die Bestellnummer ist die PX2434 und die 569. Und so einfach kann es gehen, dass ich zum Beispiel auch Spiele spielen kann in XXXL. Das ist eine ganz neue Qualität, die ich da habe, wenn ich auf dem Level unterwegs bin. Brauche ich gar keine Spielkonsole, ne? Nee, nicht wirklich. Das heißt, alles das, was du auf dem Handy hast, wird eben jetzt hier kabellos auf dem Fernseher wiedergegeben und das kostet dich keine 20 €. Wahnsinn. Gerade bei einem älteren Fernsehgerät oder ganz einfach auch bei vielen, die ein Smartphone haben, ist das ein ganz, ganz großer Komfort, den man dadurch anbieten kann. Großen Komfort bietet auch der Hersteller des nächsten Produkts. Es ist wirklich ein verdienter erster Platz, würde ich sagen. Ich bin ein Fan und da lohnt es sich definitiv zuzuschlagen hier bei Platz 1. Das ist wirklich ein Highlight, finde ich. Ich habe es selber auch tatsächlich zu Hause. Ja? Bin ganz stolzer Besitzer. Du kleiner Krösus, du. Ja. Man muss sich ja auch mal was gönnen. Komm, gehen wir noch mal in mein Büro und schauen uns das gute Stück mal an. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, liebe Zuschauer. Ich könnte Ihnen über den Platz 1 in unserer Multimedia-Show jetzt hier wahrscheinlich... Ja, bitte. Pack ihn ruhig mal aus. Ich finde es schon faszinierend, wenn man diesen kleinen, diesen wunderschönen weißen Karton sieht. Ja, egal, ob das ein Handy ist, ob das ein Tablet ist oder ob das jetzt hier, wie zum Beispiel jetzt hier das neue MacBook Pro ist, das MacBook Pro 2019 ist, liebe Zuschauer. Ist ein Apple-Gerät. Und ich persönlich bin Apple-Fan, glaube ich, von der ersten Stunde an. Ich weiß noch, damals das iPhone 1 rausgegeben, exklusiv noch bei einem großen Telekommunikationsanbieter bei uns in Deutschland. Ich hätte mir wahrscheinlich den linken Fuß dafür abgehackt, um es zu bekommen. Das ist bis heute so geblieben und Apple hat mich in all den Jahren nicht ein einziges Mal enttäuscht. Das, was wir jetzt hier anbieten dürfen, ist zu einem absoluten Sahnepreis. Neuware, das Apple MacBook Pro für unter 1.000 €. Nur damit man das mal ein bisschen einsortieren kann. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt hier bei ungefähr 1.650 €, sowas um den Dreh. Pearl.de hatte schon sehr, sehr günstig für knapp 1.200 € für Sie im Programm. Auch das wäre schon ein Spitzenpreis. Apple-Jünger, die wissen, was wir hier anbieten, werden da schon mit der Zunge schnalzen. Aber wir dürfen es tatsächlich unter 1.000 € rausgeben. Aber es geht wirklich um die letzten Stückzahlen. Ich glaube, wir haben 30, 40 Stück bekommen können. Das war eine Sondercharge, die wir nur durch sehr, sehr gute Beziehungen unseres Einkaufs zu den entsprechenden Stellen ergattern konnten. Mittlerweile sind noch 5 Stück davon übrig. Und wenn die weg sind, glaube ich nicht, dass wir in diesem Jahr, also vielleicht auch schon mal ans Weihnachtsgeschäft denken, so absurd, wie es im August klingen mag, da noch mal nachlegen können. Ein fantastisches Gerät mit all dem Komfort und Zurück, den ein Apple MacBook Pro eben zu bieten hat, liebe Zuschauer. Es ist einfach ein wahrer Schmaus. Sekunde, ich entwirre es mal gerade. Passwort eingeben, brauchen wir nicht an dieser Stelle. Das Ganze ist entsprechend hier mit Fingerabdrucksensor gemacht. Das ist super praktisch, aber es ist auch meine Lieblingsfarbe. Das muss ich jetzt auch mal erwähnen. Ne? Dieses Space Grau. Das ist wirklich schick, finde ich. Also das wäre mein absoluter Favorit und vielleicht ist es auch Ihrer. Also alleine, du wirst es kennen, wenn du es selber im Gebrauch hast. Ich finde es allein schon irre. Also wenn man normalerweise einen Laptop hochnimmt, braucht man schon mal eine, mitunter sogar zwei Hände. Also gut und gerne 2, 2,5, 3 Kilo sind völlig normale Gewichte für einen Laptop. Wir reden hier von 1,3 Kilo. Das heißt, das Gerät kann ich hier locker mit 3 Fingern hochhalten. Ja? Mhm. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie haben ein brillantes Bild. Sie haben eine unfassbare Qualität, die Ihnen dieses Gerät hier nach Hause liefert. Sie haben einen schnellen Prozessor drin. Das ist natürlich das Betriebssystem, das macOS ist mit installiert. Und
Und was sie auch haben, das ist ganz entscheidend, ist ja die sogenannte Touchbar. Hast du das auch zu Hause am MacBook? Ja, und ich benutze die vor allem für Emojis. Ne? Weil das ist wirklich ein Gamechanger. Das ist wirklich eine ganz neue Art und Weise, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Programme mir installieren muss, um da diese vielen, vielen Smileys irgendwie in eine Textnachricht oder E-Mail zu verpacken, sondern ich tippe einfach auf diese Touchbar und habe da die Emojis, aber auch jeden anderen Befehl kann ich auch da durchführen und zum Beispiel Erlaubnisse geben, ne? Mal eben so drauf tippen. Das macht wirklich vieles einfacher und ist nicht nur eine Spielerei, sondern tatsächlich sinnvoll. Wir schauen mal auf polder.de, würde ich sagen, wie viel das da kostet. 1.200 Euro da, und bei uns bekommen Sie es zum TV-Sonderpreis unter 1.000 Euro, 999 Euro und 99 Cent. Das müssen wir nochmal betonen, weil es wirklich ein Knallerpreis ist, den Sie hier bezahlen. Ja. Du hast es angesprochen, diese Touchbar, die macht alles unglaublich präzise und unglaublich einfach und leicht. Das ganze Gerät ist selbsterklärend, und das finde ich bei Apple so fantastisch. Sie machen es an und dann kann es auch schon losgehen. Natürlich mechanische Taste, das ist leicht angetippt, funktioniert also die ganz normale Tastatur. Aber die Touchbar möchte ich erwähnen. Echtes Glas, und Sie kennen das von Ihrem Smartphone. Sie können hier über die Touchbar drüber wischen und Sie sehen es. Ich möchte Sie nicht verwirren durch die schnellen Fotos jetzt hier, aber Sie können natürlich ganz einfach hier mal eben durchgehen. So ohne weiteres funktioniert es eben. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch dann, wenn Sie zum Beispiel eine Notiz schreiben würden. Ja, du hast eben das Thema mit, mit den Emojis angesprochen. Ja. Das zeigen wir mal ganz kurz. Ja, ja. Das finde ich toll zu zeigen, weil das eben auch einfach Spaß macht. So, und da hast du jetzt hier ganz schnell alle Emojis hier parat in dieser Touchbar. So, und dann kannst du da durchscrollen. So, kannst hier natürlich mal eben kurz, machen wir mal hier von diesem, ganz einfach hier die Emojis durchscrollen und entsprechend in der Nachricht verankern. Das ist einfach, das ist schnell, das ist intuitiv und selbstverständlich auch mit Siri steuerbar, Ihr Sprachassistent. Das ist absolut ein absolutes Meisterwerk, und das für unter 1.000 Euro, liebe Zuschauer. Viele, viele Highlights. Viel Spaß damit.